Nördlich von Wien steht dieses Einfamilienhaus, das großteils aus den nachwachsenden Rohstoffen Stroh und Holz besteht. Das Gebäude, das zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht hundertprozentig fertiggestellt war, wurde von den Architektinnen Jutta Wörtl-Gössler und Ulrike Machold konzipiert, die mit ihrem Büro Räume für Menschen für eine besonders nachhaltige und lebenswerte Architektur stehen. Grundsätzlich komponiert sich das Haus aus einem Südteil, der eher introvertiert ist, und einem Nordteil, der hoch ist, den Wohnraum beinhaltet und sehr transparent ausgeführt wird. Das ist eine Cut-Konstruktion, heißt Cells Under Tension und ist eine Strohhybridkonstruktion. Also der Strohballen steift das Holz aus und dadurch kann die Holzdimension sehr gering sein. Die Holzkonstruktion befindet sich auf der Außenseite, ist eben nur die Hälfte der Strohballendicke. Mhm. Und das Stroh wird sozusagen von der Innenseite mit einem dreilagigen Lehmputz noch verputzt. Was man hier noch sieht, was wichtig ist, ist der 30 cm hohe Sockel. Das ist vor allem bei dieser Konstruktion besonders wichtig, weil wir eine hölzerne Fußschwelle und dann das Stroh haben und das Stroh muss unter allen Umständen von Feuchte geschützt werden. Das ist wirklich Feuchte und Dichtigkeit, also wegen der Schädlinge, sind so die Hauptthemen des Strohbaus. Der Wohnraum hat über 50 Quadratmeter, da haben wir wirklich geklotzt. Währenddem die Zimmer auf 12 Quadratmeter sehr schlicht und sehr kompakt eingerichtet worden sind. Wir stehen hier auf der monolithischen Bodenplatte. Das ist eine Betonplatte, die 30 cm stark ist und die Heizung beinhaltet. Beheizt wird das Ganze, es ist eine Fußbodenheizung über eine Luftwärmepumpe. Es gibt noch eine Photovoltaikanlage am Dach. Der Lehmputz natürlich ein besonders angenehmes Wohngefühl vermittelt. Mit dem warmen Boden zusammen hat man eigentlich im Winter sehr, sehr warm und angenehm vom Gefühl her. Kann einfach der Lehm durch dieses Speichern von Feuchtigkeit und wieder Abgeben von Feuchtigkeit, das ist schon ein besonderes Raumklima. Und die Bauern haben dann zusammen mit uns die Lösung überlegt, dass sie diesen Boden selbst gestalten. Das hat uns sehr gefallen, weil wir den Ausdruck der Bauherren in unserer Architektur wichtig finden und total mögen. Diese gläserne Verbindung in den Garten, das war das Erste, wo wir zum Grundstück gekommen sind und durch diese Mauer gegangen sind, haben wir diesen paradiesartigen Garten gesehen. Und es war klar, der muss in den Wohnraum reinwachsen. Und dadurch auch die Glasecke, die uns wichtig war, hat hier einen sehr hellen, aber doch sicheren Bereich, der sich zum Garten aber wunderschön öffnet. Die Fenster sind ja deutlich kleiner wie im großen Raum. Und sie sind so gestaltet, dass man auch im Fenster sitzen kann mit einer Sitzhöhe von 40 cm, gibt ihm eine besondere Qualität. Und ich glaube, das ganze Haus war für uns so irgendwie modern, aber trotzdem gemütlich. Und ich finde, der Spagat ist uns gelungen.